Moin und herzlich willkommen zu der Bonias Testwelt. Ich habe euch heute eine Box vom Java Candy Shop mitgebracht. Der Name sagt schon, geht eher um Süßigkeiten. Das ist jetzt allerdings eine etwas besondere Box und zwar eine EM-Box. Europameisterschaft ist gerade im vollen Gange. Und dort habt ihr die Möglichkeit, wirklich eine Box zu bestellen, eine EM-Box, und zwar länderspezifisch. Das heißt, von allen 24 Teilnehmern könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt. Und es geht wohl vorrangig, so wie es in der Beschreibung steht, auch um das Logo des Landes dann auch. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Süßigkeiten dann hoffentlich auch aus dem Land kommen. Ich habe mich jetzt auch nicht für Deutschland entschieden, denn sagen wir mal so Süßigkeiten mit dem Deutschland-Logo kennt man ja von Haribo, irgendwie Weingummi oder ähnliches. Das bekomme ich ja auch hier überall. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich möchte jetzt einfach ein anderes Land haben. Hab dann meinen Mann wählen lassen, hab gesagt, was möchtest du gerne haben? Er wollte die Niederlande. Das heißt, hierin ist jetzt die Dutch Sweet Treats Box. Kostenpunkt 29,99. Das ist übrigens bei allen Boxen gleich, egal für welches Land ihr euch entscheidet. Versandkosten kommen leider auch noch oben drauf. Ansonsten wollen wir da auf jeden Fall gleich mal reinschauen. Wenn ihr Interesse habt an Mystery Boxen jeglicher Art und sollte es noch nicht geschehen sein, gerne Kanal abonnieren, kostet euch gar nichts und mich freut das immer sehr. Wir schauen jetzt mal rein, was wir denn hier so haben. Also sie ist relativ groß und so ein bisschen hin und her. Ich habe sie natürlich nicht richtig geschüttelt. Das mache ich bei den Boxen fast nie. Es klingt so, als wenn da sogar Getränke drin wären. Das würde mich persönlich freuen. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man nicht nur Süßigkeiten darin hat, sondern auch noch was zu trinken. Achso, vielleicht eine kleine Besonderheit. Wenn ich jetzt gleich die Box ausgepackt habe und ihr sagt, die finde ich total klasse oder euch interessiert dann eine Box aus einem anderen Land. Im Moment, wenn ihr diese Box bestellt und Java Candy Shop auf Instagram und TikTok folgt, dann habt ihr automatisch mit eurer Bestellnummer die Möglichkeit, am Tag des Finales eine PlayStation 5 zu gewinnen. Losnummer ist dann ganz einfach die Bestellnummer. Also, falls ihr bestellen wollt, nicht irgendwie wegschmeißen. So, erstmal ein bisschen Papier. So. Und ich halte es jetzt mal eben einmal ganz kurz so rein. Ich glaube, vielleicht bezieht es sich auch eher so ein bisschen auf die Farbe. Niederlande orange. Nein, es ist nicht nur orange. Wir schauen mal, was wir hier so alles drin haben. Auf jeden Fall sind einige Getränke drin. Wir haben Pathos, ein Mais-Snack mit Nacho-Käsewürze. Okay. Die werden auf jeden Fall in Deutschland produziert. Steht hier gerade drauf. Agpa Handels GmbH aus Bürstadt. Oder vielleicht nur der Vertrieb. Ich weiß es nicht. Kenne ich aber trotzdem nicht. Ich schau mal eben. Mich würde es einfach mal interessieren. Firma, Hersteller. Das sieht eher aus, als wenn das jetzt türkische Süßigkeiten wären. Ich halte es jetzt trotzdem einfach mal rein. Hat jetzt für mich persönlich, bis auf die Farben, nicht wirklich was mit Holland zu tun. Kann natürlich trotzdem lecker sein. Mein Fall ist es nicht. Also wer schon einige Videos von mir gesehen hat, diese Käsesachen sind nicht so meins. Aber da habe ich hier ein paar Abnehmer. Als nächstes haben wir Multisola Multivitamin. Oder habe ich hier auf jeden Fall ein paar Abnehmer. Also ein Multivitamin-Getränk. Und ich versuche immer rauszufinden, wo es herkommt. Salonska, kommt das aus der Slowakei? Zagreb? Sieht für mich jetzt auch nicht wirklich, bis auf die Farbe, holländisch. Eine Fanta, aber eine große Dose. Und zwar, wie viele Milliliter sind hier drin? Also eindeutig keine 033. Ich weiß nicht, Japan, China, so vom Schriftzug her. Auf jeden Fall kommt sie nicht hierher. Bin gespannt, ob sie da noch ein bisschen anders schmeckt. Manchmal schmecken ja Fanta, Cola und so weiter auch ein bisschen anders, je nachdem, in welchem Land man die trinkt. Ja, auf jeden Fall eine große Dose und Milliliter kann ich hier jetzt gerade nicht sehen, aber ich denke mal 500 sind das bestimmt. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ist auf jeden Fall keine 033 Dose. Dann, oh, die hatten wir schon mal. Harta. Ich tippe auch mal auf Orange, so wie es von den Bildern hier aussieht. Die hatten wir schon mal in einer Asia-Box drin. Die sind ganz lustig, die Teile. Da hat man hier oben so eine Kugel drin. Die muss man wirklich reindrücken. Sonst kann man nämlich nicht trinken. Orange hatte ich davon allerdings noch nicht. Bin gespannt, wie das schmeckt. Als nächstes Nerds Gummiclusters Rainbow.
Ich meine, die kenne ich nun mittlerweile auch schon. Kriegt man ja mittlerweile auch hier ganz gut zu kaufen. Eine Packung. Auch hier wird mein Sohn sich freuen. Also ich glaube, die Box, das muss man jetzt schon sagen oder kann ich jetzt schon sagen, hat jetzt nicht unbedingt was mit Süßigkeiten aus dem Land zu tun, sondern wirklich eher vielleicht so mit der Farbe oder so. Denn alles schön orange gehalten, naja gut, die nicht ganz. Wir haben auf jeden Fall von American Bakery Peanut Balls. Die isst mein Sohn ganz gern, die hatten wir schon mal. Die hatten wir aus irgendeiner Amerika-Box. Als nächstes von der gleichen Marke, auch American Bakery, Magic Mellows Rainbow Cereals. Ja. Ich muss mal meine Box ein bisschen wegschieben, damit das auch alles ein bisschen aufstellen kann. Die wollen nicht so recht stehen, aber egal. Als nächstes Fanta Berry. Berry Flavored Soda. Ja. Einmal 355 Milliliter. Eine Dose. Wir haben noch eine Fanta. Und zwar Fanta Strawberry. Auch gleiche Größe. Die habe ich wirklich schon mal gehabt. Also ich habe die auch sogar schon gehabt. Aber die hier fand ich extrem süß. Ich meine, Fanta ist natürlich immer süß. Aber die fand ich schon fast zu süß. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Vielleicht mag der eine oder andere das. Hier ist was, was ich doch gar nicht kenne. Und zwar Mike and Ike Tropical Typhoon. Also so Kaubonbon-mäßig und scheinbar laut dem Bild ordentlich fruchtig. Gucken, ob das passt, wenn ich das jetzt hier raufstelle. Ha, hält. Und noch etwas, was ich nicht kenne. Sinky. Das sieht nach kleinen Keksen aus. Ich denke mal auch auf jeden Fall irgendwie Japan, China, auf jeden Fall asiatischer Raum, würde ich mal sagen. So laut dem Bild hier oben auf jeden Fall mit Milch. Ansonsten kann ich da jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Hier hinten haben wir noch ein süßes Bild drauf. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Wimmelbild ist, dass man das Bild oben in der Ecke vielleicht suchen soll. Ja. So. Dann, was haben wir denn hier? Mini. Das sind auf jeden Fall Oreos, Mini-Oreos. Laut dem Bild soll man sie wohl in die Milch schmeißen oder vielleicht auch in die Milch tunken. Sieht auf jeden Fall ganz niedlich aus mit dem Bärchen hier drauf. Und die kenne ich auch noch nicht. Ha, hält. Ja. Dann haben wir einmal Nerds Rope, also hier so eine kleine Schlange, auch Geschmacksrichtung Very Berry. Näher mich dem Ende. Ich muss immer leider jetzt ein bisschen hochgucken schon. Ich bin eindeutig zu klein. Wir haben nochmal Nerds Rope und zwar Rainbow. Also zwei Sorten davon. Einfach ein bisschen nach vorne. Zack. Dann haben wir auch gleich zwei hier drin. Haben wir Kinder Creamy, Milky and Crunchy. Die hatte ich sogar schon mal. Ich durfte sie aber gar nicht probieren. Also wir haben zwei Stück hiervon, ne? Die hatte ich, glaube ich, bei Vernaschen die Welt in der Best-of-Box waren die, glaube ich, drin. Und meine Kinder waren so gierig, ich durfte noch nicht mal probieren. Vielleicht habe ich ja jetzt die Chance, dass ich zumindest mal probieren kann, wie das denn schmeckt. So, und zu guter Letzt, einen haben wir noch. Die kenne ich auch nicht. Dweebs Candy, Orange und Cola, Flavor Crunchy Sweets. Das ist dann unser letztes Produkt hier drin. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Produkte für 30 Euro. Viele außergewöhnliche Sachen dabei. Vor allen Dingen, was ich ganz gut finde, einiges an Getränke. Also ich würde mal sagen, Preis-Leistung stimmt. Von der Beschreibung her muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte jetzt wirklich, wie ich es eingangs gesagt habe, ich habe mir extra nicht die Deutschlandbox bestellt, weil ich keine Lust hatte auf, sagen wir mal, Haribo in Deutschland fahren, Muster oder wie auch immer, weil man das alles hier kriegt. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass da irgendwie niederländische Süßigkeiten drin sind, die ja auch was mit dem Thema irgendwie zu tun haben. Gut, stattdessen, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich irgendwas Niederländisches hier überhaupt mit dabei ist. Also hier weiß ich, dass es auf jeden Fall amerikanisch, asiatisch, weiß ich nicht.
Aber es ist viel Orange mit dabei. Das heißt, scheinbar beziehen sich diese Boxen doch eher auf die Farbe. Allerdings Preis-Leistung, wie gesagt, finde ich, ist okay. Darüber sollte man sich dann nur im Klaren sein, dass man jetzt, sagen wir mal, wenn man die italienische Box bestellt, scheinbar nicht italienische Süßigkeiten bekommt, sondern vielleicht eher so farbmäßig irgendwas, was dazu passt oder so. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box so findet, wie ihr vielleicht auch die Aktion findet mit dem Gewinnspiel, ob das für euch irgendwie ein Anreiz ist, da vielleicht eine Box zu bestellen oder halt auch nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, freue ich mich sehr drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer über einen Daumen nach oben. Damit sind wir am Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.